Ich suche weiterhin Aktien für unser Firmendepot, Wachstumsaktien, das heißt, wo in erster Linie die Rendite durch Kursgewinne zustande kommt und wo Dividenden, falls überhaupt bezahlt werden, eher eine Nebenrolle spielen. Ich habe ja bereits in den letzten Videos mich viel mit Wachstumsaktien beschäftigt, habe ja auch verraten, was ich gekauft habe, unter anderem, aber in unserem Firmendepot ist immer noch etwas Platz und insofern präsentiere ich zwei Aktien, die ich für interessant halte, auch für unser Firmendepot. Und an der Stelle noch keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung, immer ganz wichtig zu sagen. Und mein Name ist Thorsten Thies und ich bin der Gründer des Aktienfinders. Hier geht es um Qualitätsaktien, hier geht es um Investments in Qualitätsaktien, um von langfristig steigenden Kursen zu profitieren. Hier an dieser Stelle, oft machen wir auch Dividendenaktien, aber momentan haben wir so ein bisschen Fokus auf Kursraketen hoffentlich, also auf Wachstumsaktien. Und wie gesagt, es ist dem Hintergrund geschuldet, dass wir hier unser Firmendepot schön diversifiziert bestücken wollen. So, jetzt geht es aber auch schon los. Zwei Aktien zeige ich euch, die ich für interessant halte. Und die erste wäre Adyen, Bezahldienstleister, so ähnlich wie PayPal, nur erfolgreicher. Die decken die komplette Bezahlstrecke auch ab vom Payment Gateway, also diesen Einstiegspunkt über die Risikokontrolle, ob die Bezahlung überhaupt verarbeitet werden kann, bis dann zur Bankenkommunikation der kompletten Abwicklung. Und Adyen ist mir auch schon oft über den Weg gelaufen, tatsächlich als Bezahldienstleister, beispielsweise auch von Tesla. Ich fahre ja auch einen Tesla und Tesla bucht auch oder lässt auch von Adyen abbuchen, zumindest in Europa, bin ich mir sicher. Die Aktie ist seit 2018 börsennotiert. Wir haben immer noch Kursgewinne, 150%. Wir hatten hier mal deutlich höhere Kursgewinne. Die waren mal hier bei fast 500%. Und dann kam das, was auch bei PayPal kam. Allerdings hat es Adyen nicht ganz so stark erwischt. Müssen wir mal kurz gucken. Im Vergleich zu PayPal beispielsweise. Also PayPal hat da deutlich stärker verloren. Gucken wir mal hier komplett rein über den kompletten Zeitraum, der hier relevant ist. Und mal hier reingehen. Da sieht man, also Adyen hat sich etwas besser gehalten. Vor allem aber wächst Adyen deutlich schneller als PayPal und dynamischer. Hier machen wir mal kurz einen Kennzahlenvergleich ganz spontan hier. Und da sehen wir dann beispielsweise hier das Gewinnwachstum. Und dann sehen wir hier auf die letzten 5 Jahre 31% im Schnitt bei Adyen und bei PayPal knapp 14%. Und ja, der jährliche Zuwachs auf das laufende Geschäftsjahr, da haben wir hier bei Adyen weiteres Wachstum, wie vorher im Prinzip auch. Und bei PayPal, das sehen wir hier, da klemmt es gerade. Also wir haben hier definitiv Unterschiede. Fundamental und es könnte durchaus interessant sein, die Adyen-Aktie, ich halte sie für interessant. Gehen wir zurück nur auf die Performance. Was man auch noch hier leicht erkennen kann, das sind hier sehr starke Volatilitäten und zwar im 3-Monats-Abstand hier, nämlich immer dann, wenn neue Quartalszahlen kommen, beziehungsweise wenn es ein neues Update gibt. Offiziell berichten sie halbjährlich, aber es gibt so ein kleines Update auch zum Quartal und das reicht dann auch schon für heftige Kursbewegungen oft. Year to date, die Performance sieht man hier, dass die Aktie ja mehr oder weniger jetzt seitwärts gelaufen ist, year to date. Gehen wir in den Qualitätscheck rein. Da sehen wir zunächst einmal hier die schön steigenden Gewinne. Auch der bereinigte Gewinn läuft genau gleich wie der bilanzierte Gewinn. Was sicherlich auffallen wird, das ist hier, dass die Umsätze extrem stark nach unten gegangen sind. Plötzlich ein regelrechter Umsatzeinbruch von 9 Milliarden auf 1,8 Milliarden Euro. Woher kommt das? Das ist eine Änderung in der Bilanzierung. Ich habe nachgeschaut. Die Gebühren, die Adyen von seinen Kunden verlangt, das sind eigene Gebühren und Fremdgebühren. Und die Fremdgebühren weist Adyen jetzt nicht mehr aus als eigene Umsätze. Und deshalb kommt das hier zu dem Umsatzeinbruch. Das war jetzt also ganz einfach, aber auch treffend erklärt. Was man hier noch sieht, übrigens, es ist die Bilanz fast nur aus liquiden Mitteln besteht. Also das ist extrem starke Bilanz.
Die haben also unglaublich viel Kohle und die haben überhaupt kein Goodwill. Also die Bilanz ist über jeden Zweifel erhaben. Schulden haben sie keine, so gut wie keine. Wenn man in den Gewinnfluss reingeht, dann sieht man hier, das ist erstmal ein Fehler, würde ich behaupten. Moment, komisch. Gehen wir mal kurz zu PayPal und dann nochmal zurück. So, jetzt passt es wieder. Wenn man jetzt in den Gewinnfluss reingeht, und jetzt, dann haben wir hier, jetzt sind wir im Geschäftsjahr 2023, das ist das letzte Geschäftsjahr, für das wir jetzt also komplette Daten haben, dann sieht man hier einen nicht operativen Ertrag von 222 Millionen. Hier sieht man das schön. Und das sind in erster Linie aus Finanzaktivität oder Finance Income heißt das. Das sind Zinseinnahmen, weil die so viel Geld haben. Und das addiert sich dann noch zum operativen Gewinn dazu und dann folgt daraus der Gesamtgewinn. Also Edien sehr stark, fundamental, über jeden Zweifel erhaben. Die könnten auch Dividende locker ausschütten oder auch deutlich aggressiver wachsen, indem sie beispielsweise Konkurrenten kaufen. Aber man sieht, das Wachstum ist da. Also man sieht es hier am Gewinn, man sieht es hier auch in der Bilanz. Am Umsatz sieht man es nicht, das Wachstum ist da und sie schaffen es aus eigener Stärke, rein organisch. Und das ist schon ein starkes Zeichen, also auch gerade starker Unterschied zu PayPal. Wichtig ist natürlich, wie die Bewertung aussieht. Und wir sind jetzt deutlich zurückgekommen, habe ich ja gezeigt, vom Allzeithoch. Wenn wir uns die Multiples anschauen, sieht man es erstmal auch. Wir können auch hier den bilanzierten Gewinn nehmen, ist ja dasselbe. Da hatten wir hier KGVs gehabt von deutlich über 100, 100, 170, teilweise schon über 200. Und momentan liegen wir irgendwo so bei, ja, um die 50. Hier war es mal recht günstig, aber da hatte ich die Aktie leider nicht so auf dem Schirm gehabt. Und das soll mir jetzt nicht nochmal passieren. Deshalb werde ich jetzt auch euch meine Kauflimits zeigen. Also ich werde für Edien Kauflimits setzen und für die andere Aktie auch, damit ich dann das mitkriege. Durch das oder dank dem dynamischen Gewinnwachstum, den prognostizierten, seht ihr hier, wie das KGV dann sinken soll, auf lediglich dann noch so um die 20 Ende 2027. Was heißt das jetzt für die Renditeerwartung? Dann müssen wir auf den fairen Wert gehen und sehen, wie das erstmal so aussieht. Und hier seht ihr ja jetzt auch das Gewinnwachstum, hier um die 20, gut 20% pro Jahr vom Gewinn. Das deckt sich auch mit dem prognostizierten Umsatzwachstum auch des Managements, die sagen, der Umsatz, also das wäre quasi hier da unten, soll wachsen im niedrigen bis mittleren, also so um die 20 bis 25% pro Jahr. Das wäre dann das hier, das stimmt auch mit dem, was wir hier im Aktienfinder haben, beziehungsweise mit dem, was die Analysten schätzen. Und das Gewinnwachstum soll noch leicht drüber liegen, weil auch laut Management die operative Marge steigen soll, tatsächlich. Unter anderem deshalb, weil kein weiteres intensives Personalwachstum geplant ist. Man sagt, man hat jetzt so seinen Personalbestand zusammen, mit dem man hier schön skalieren kann. Hier haben wir erstmal out of the box, da wäre hier der Bewertungszeitraum auf die letzten 9 Jahre, sieht man hier. Das ist das Maximum, was wir haben. Edien ist börsennotiert erst seit Mitte 2018. Und dann nehmen wir hier quasi die kompletten KGVs, auch hier, als der Aktienkurs so hoch war, um einen Durchschnitt zu bestimmen und aus dem Durchschnitt dann den fairen Wert zu berechnen. Aber da ist der faire Wert zu hoch, weil der Schnitt zu hoch ist. Ich korrigiere das nach unten auf 40. Also das aktuelle KGV liegt jetzt bei 52. Ich korrigiere auf 40 nach unten. Ich bin also etwas konservativer unterwegs. Und dann habe ich zumal noch ein bisschen rein. Hier immer noch eine schöne Renditeerwartung. Und zwar gehe ich bis zum Jahr 2026, weil hier gibt es so ein kleines Warnzeichen, eingeschränkte Aussagekraft, weil die Anzahl der Analysten gering ist. Das sind nur noch 4, die schätzen. Hier sind es noch 12. Dann machen wir das mal. Da werden das jetzt schon hier 20% aufs Jahr, also über 2,5 Jahre gesehen. Und wenn wir jetzt auch gucken, was wir hier für einen Prognosekorridor haben, da sehen wir, es gibt auch pessimistische Schätzungen und dann wären es aber immer noch hier eine Renditeerwartung von 13%. Das ist eigentlich schon ganz okay, würde ich mal sagen. Jetzt ist es aber
so, also ich werde jetzt die Aktie nicht sofort kaufen. Jetzt ist es aber so, dass wir am 15. August dann die nächsten Quartalszahlen haben, beziehungsweise Halbjahreszahlen. Und ich habe ja schon hier gezeigt, wenn man zurück aufs Jahr, da sieht man es noch besser hier, dass die Aktie zu heftiger Volatilität neigt, immer wenn neue Zahlen kommen. Und da würde ich jetzt einfach mal abwarten, was Adyen berichtet. Und wenn dann die Aktie abrauscht, dann wäre das jetzt für mich, falls es keine Gründe gibt, die, oder falls die, das Wachstum, falls es keine außerordentlichen Gründe gibt, keine neuen Erkenntnisse, die jetzt wirklich sagen, boah, nee, die Aktie will ich jetzt lieber doch nicht haben, dann würde ich die Aktie auf jeden Fall mir ins Depot reinkaufen. Und hier setze ich mir auch schon mal ein Kauflimit. Jetzt werde ich noch die Bewertungslinie hier mal reinnehmen. Hier, wenn man jetzt mal guckt, hier zum Beispiel bei 980 Euro hätte man eine Renditeerwartung auf die Konsensschätzung hier von, ich verrate es euch gleich, von 28%. Und ich würde jetzt ein Kauflimit hier setzen bei 1.000 Euro. Das ist jetzt hier, die 1.000 Euro sind das und speichern. Und dann ist es drin, dann kriege ich halt eine E-Mail, habe ich so entsprechend eingestellt, hier über Preisalarm senden. Und dann kriege ich dann eine E-Mail, wenn das erreicht ist. So, das war die erste Aktie. Die zweite Aktie, die ist wahrscheinlich noch unbekannter und das ist Ametek. Geben wir das mal ein. Ametek heißen sie. Ametek, es sind Amerikaner und die haben mich stark an Danaher erinnert, als ich das Ganze gelesen habe, was sie da so treiben. Da wäre es vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn ich mal kurz auf die Unternehmenswebseite gehe, was die so machen. Das ist im Prinzip ein riesiges Ingenieursunternehmen. Und was die machen, hier sieht man elektronische Messgeräte. Sie haben zwei Segmente. Das ist das erste. Ametek ist ein weltweiter Anbieter für das Design und die Fertigung fortschrittlicher Analyse-, Prüf- und Messgeräte für die Märkte Energie, Luft- und Raumfahrtforschung, Medizin und Industrie. Die haben also sehr viele Absatzmärkte hier. Und dann haben sie auch noch elektromechanische Geräte, also wo Strom in Bewegung quasi übersetzt wird. Wir sind weltweit als differenzierter Anbieter von Automations- und Präzisionsbewegungssteuerungslösungen sowie hochtechnisierten elektrischen Verbindungen, Spezialmetallen und Wärmemanagementsystemen bekannt. Hua. Also Hightech, sage ich mal hier, Hightech-Lösungen. Und es gibt sehr, sehr viele Tochtergesellschaften, über 100, die dann entsprechend hier, entweder hier oder hier, aktiv sind und die sind sehr, sehr erfolgreich. Ich zeige euch mal die Performance zuerst, weil das interessiert wahrscheinlich immer. Hier lang zurückgehen, also die haben schon eine sehr lange Historie. Man sieht, sie sind auch ein sehr zuverlässiger Dividendenzahler, also schütten regelmäßig aus und erhöhen auch regelmäßig. Werde ich jetzt gleich zeigen. Die Performance jetzt hier seit 2000 bis heute über 6000%. Wenn wir mal hier Year to Date uns das Ganze anschauen, dann sehen wir, so sehen wir, ist die Aktie also im Prinzip seitwärts gelaufen und sie ist, wenn wir noch kurzfristiger unterwegs sind, seit gegen Ende März bis heute hat die Aktie dann um die 10% verloren. Sie ist also zurückgekommen vom Hoch und für mich eine interessante Aktie. Sie ist übrigens nicht nur für Gewinnwachstum geeignet, sondern auch für Dividendenwachstum. Das sieht man auch hier am Score. Also hohes Score, sogar noch höherer Score bei Dividendenwachstum als bei Gewinnwachstum. Bei Dividendenertrag gibt es nur eine 3, abgewertet, weil die Dividendenrendite so niedrig ist. Sie liegt bei derzeit 0,64%. Das ist im Jahresschnitt. Es ist niedrig, aber im Jahresschnitt ist es sogar schon leicht erhöht. Und wir haben hier dynamisches Dividendenwachstum, sodass dann 1% erreicht werden sollte, relativ knapp jedenfalls, so um die 2027. Wir haben hier ein Dividendenwachstum von durchschnittlich so zwischen 12 und 15% pro Jahr. Und wenn wir uns mal das Gewinnwachstum angucken, dann liegt es so bei um die 10, 11% pro Jahr. Und wenn wir hier den Qualitätscheck anschauen, dann sehen wir hier, dass wir ein tolles Unternehmen haben. Der freie Cashflow ist teilweise höher als der bilanzierte Gewinn, meistens sogar. Wenn wir uns die Bilanz anschauen, dann bleiben wir erstmal beim Umsatz und bei den Margen. Da sehen wir hier, dass die Margen die ganze Zeit über weiter steigen. Also es steigen nicht nur die Umsätze, es steigen auch die Margen. Und ich möchte euch ganz kurz hier zeigen,
was die für Töchter noch haben. Also die kaufen sehr viel dazu. Das sind dann die ganzen Töchter hier, die dann entsprechend da ihre ja, Ingenieurslösungen anbieten, so nenne ich das mal. Und wir haben das Ganze auch hier dann, die Segmente, die beiden, die wir auf der Webseite gesehen haben hier. Und gehen wir mal zurück in den Qualitätscheck. Wachstum besteht aus mehreren Säulen, wenn ich es mal so sagen soll. Es gibt hier, ach, am besten zeige ich es auch mal kurz auf Seite 4, weil es ist ein komplett neues Unternehmen und ich glaube, das lohnt sich schon, wenn wir da mal ein bisschen reingucken. Hier ist das Ametek Growth Model, das ist nochmal die Bibel von Ametek. Und so wie Danaher ja auch so eine Bibel hat. Und was wir hier sehen, ist erstmal, wie sie wachsen. Das ist zum einen, wo sind die Acquisitions? Hier, Strategic Acquisitions, das wäre dann quasi das da, der Goodwill in der Bilanz, der stetig anwächst. Das kommt von da. Und Operational Excellence, das heißt ja einfach nur, dass man das, was man bereits eh schon macht, hervorragend macht. New Product Development, das heißt neue Produkte, also die Töchtergesellschaften, die ich euch da bereits gezeigt habe, dass die auch quasi innovativ sind und tatsächlich, die haben einen eigenen Vitality Index, das heißt Vitalität wird da gemessen in dem Sinne von, wie viel Prozent der Umsätze werden mit neuen Produkten generiert, die jünger sind auf dem Markt als 3 Jahre und das sind hier momentan 25% der Umsätze werden also mit neuen Produkten gemacht. Und dann natürlich Market Expansion, zum einen geografisch, dass man in neue Märkte vordrängt, wo man noch nicht war. Und das andere dann natürlich über neue Produkte, klar. Also das kommt dann auch wieder dann dahin, hat dann damit zu tun, neue Produkte mit dem Vitality Index. Wenn wir mal gucken, wo sie die Umsätze machen, das sehen wir hier auch. Da sieht man hier die meisten Umsätze, 50%, um die Hälfte noch in den USA. Der Rest dann in Asien ist noch stark und dann kommt Europa und dann andere. United Kingdom wird sogar getrennt ausgewiesen mit 3,3%, warum auch immer. Gut, bleiben wir mal oder gehen wir mal zurück hier in die Bilanz. Die ist nämlich auch ziemlich interessant. Schön ist hier die Tilgungskraft, das heißt der freie Cashflow abzüglich Dividende, weil wichtig ist ja auch immer, man könnte ja vermuten, dass wenn die so viel zukaufen und die haben jetzt allein zugekauft dieses Jahr für 2,3 Milliarden und Umsätze machen sie 6,7 Milliarden und für 2,3 Milliarden haben sie zugekauft, wie viele Firmen? 5 Firmen, 5 Übernahmen habe ich mir extra aufgeschrieben. Dann sind das ja schon ganz schöne Größenordnungen bei einem Umsatz von unter 7 Milliarden. Und deshalb wäre es jetzt ja auch gut, mal ein Auge zu haben auf die Entwicklung der Schulden, der zinstragenden Schulden. Das sieht dann so aus. Da würde ich sagen, aha, ist ja gar nicht schlecht, weil hier der freie Cashflow ist so hoch, der deckt die zinstragenden Schulden in 2 Jahren und 3 Monaten. Habe ich übrigens ja abgelesen. Gibt es auch hier als Kennzahl 2,3. So, da steht das. Und wir haben dann noch, das ist eigentlich das Interessanteste. Ah, auch noch interessant ist vielleicht Treasury Stocks. Wir haben auch Aktienrückkäufe zusätzlich zu den Dividenden. Das heißt, hier seht ihr mal, dass die Anzahl ausstehender Aktien auch immer mal wieder runtergeht. Und das sind dann hier die Aktienrückkäufe. Und was haben wir noch? Natürlich den Goodwill, den habe ich schon gezeigt. Und wenn man sich das komplette Bild nochmal sich hier anschaut, dann sieht es hier entsprechend so aus. Und lange Rede, kurzer Sinn. Dank der starken Tilgungskraft hier, also des hohen freien Cashflows, haben wir, obwohl hier so viel zugekauft wird, eine nach wie vor sehr solide Bilanz. Und wir müssen uns natürlich darauf verlassen, dass hier dieser Goodwill als Risikoposition uns nicht irgendwann um die Ohren fliegt mit riesigen Abschreibungen. Aber wenn wir uns das Ganze mal hier anschauen, sieht man ja auch schon rein historisch, die haben quasi ihr Geschäft im Griff und die wissen, wenn sie was übernehmen, was sie übernehmen. Ganz offensichtlich. Also bisher hat es sehr gut funktioniert. Dann gehen wir mal zu den Multiples, das heißt zur Bewertung. Und da können wir auch das... wir haben hier Unterschiede zwischen dem bilanzierten und dem bereinigten KGV, was in erster Linie an Abschreibungen von immateriellen Vermögenswerten der übernommenen Firmen liegt. Der tatsächliche Geldfluss
ist näher am operativen Gewinn hier als am bilanzierten, na gut, als am bereinigten. Also ein großer Unterschied ist es eh nicht, aber das mache ich ja gerne, um zu gucken, was ich jetzt da nehmen soll. Und also würde ich ja eher den bereinigten Gewinn nehmen. Gehen wir dann wieder zurück und dann tun wir hier den bilanzierten rausnehmen. Und dann sehen wir aber auch, es ist im Prinzip dasselbe selbe Aussage, wenn ich den bilanzierten Gewinn nehme. Die Aktie ist jetzt kein Schnäppchen derzeit, die liegt etwas über dem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis. Man sieht aber auch hier das dynamische, schöne Wachstum, also immerhin zweistellig, ist für mich schon dynamisch, sodass es nur eine Frage der Zeit sein sollte, bis die Aktie quasi in die Unterbewertung basierend auf dem aktuellen Kurs reinrutscht. Was heißt das jetzt für die, da nehmen wir den fairen Wert basierend auf dem bereinigten Gewinn, was heißt das jetzt für die Bestimmung des fairen Werts? Wir nehmen den bereinigten Gewinn, habe ich schon gesagt, wir haben hier ein durchschnittliches KGV dann von 25,5 und das von 22,7, Entschuldigung, das aktuelle liegt gleich drüber bei 25,5. Jetzt haben wir hier eine leichte Überbewertung. Und wenn wir jetzt einfach mal gucken würden, was hier basierend auf der Konsensschätzung, war ein Prognosekorridor weg, der ist auch recht eng, was wieder gut ist. Das heißt, der Erwartungswert ist relativ eng, also ist relativ, die Unsicherheit einer Prognose ist relativ niedrig, wenn ich mal so sagen darf. Und da hätten wir jetzt hier beim aktuellen Kurs eine Renditeerwartung von 5,5%, wenn ich hier das durchschnittliche KGV nehme. Ich gehe hier hin, wenn man sieht, gehen wir nochmal zurück auf die Multiples, wenn man es lang genug macht, dann sieht man, dass die Aktie immer ein bisschen teurer geworden ist. Also man kann hier gedanklich quasi so Lineal anlegen und dann so eine Trendlinie quasi hier reinzeichnen. Und solange das Wachstum so weitergeht, halte ich es für relativ unwahrscheinlich, dass die Aktie irgendwann mal wieder auf KGVs von deutlich unter 20 sinkt, was wir hier mal früher hatten, von dem Crash mal abgesehen. Das heißt, ich würde jetzt eher hier hingehen und für die Bewertung, also nicht mehr diese Multiples nehmen, die hier sehr, teilweise sehr günstig waren, sondern vielleicht so ab hier ungefähr, ab 2013, das sind dann aber 10 Jahre, ne? Ja, dann ist es ja schon richtig, was wir hier haben, 10 Jahre. Okay, passt. Dann hätten wir hier also aufs Jahr eine Renditeerwartung von 5,5%, was natürlich zu niedrig ist. Das heißt, die Aktie ist noch etwas überbewertet, obwohl sie ja schon runtergekommen ist. Wir warten hier also, dass die Aktie weiter runterkommt, beispielsweise auf hier $150. Und dann hätten wir hier eine Renditeerwartung von 9,4%, also schon fast zweistellig. Und das wäre jetzt was, wo ich sagen würde, das wäre dann schon interessant. Das heißt, ich werde hier ein Kauflimit setzen bei Emetek von 150 US-Dollar. So, und das war's. Ich habe jetzt also zwei Kauflimits mehr. Ich habe noch andere Kauflimits für andere Aktien. Und so gehe ich halt so ein bisschen durch und guck mir mal an, was halt alles so interessant ist mit Hilfe des Aktienfinders. Ihr macht es ja wahrscheinlich genauso, nur halt entsprechend für eure Strategie. Und bevor es wieder die Frage kommt, warum ich hier auf Wachstum setze im Firmendepot, nochmal der Hinweis, aus steuerlichen Gründen, Kursgewinne werden in der GmbH mit 1,5% besteuert, ungefähr Dividenden mit 30%. Das ist der wesentliche Unterschied. Gut, falls ihr auch schon interessante Wachstumsaktien auf dem Schirm habt, und mir einen Tipp geben wollt, könnt ihr das ja gerne in den Kommentar reinschreiben. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant und bis zum nächsten Mal. Ciao.